So, also, ja, erstmal kurz zu unserer Firma. Futurasan wurde 2008 in Venetien, in dem PV-Bezirk hier, gegründet. Ich weiß nicht, ob Sie das so ein bisschen kennen hier. Das ganz Foto, das kleine, das Foto oben, das kleine ist übrigens tatsächlich der Ausblick hier aus unserem Büro. Also wirklich traumhaft schön. Wenn Sie mal in der Gegend sind, kommen Sie vorbei. Wir sitzen in der Nähe von Padua, in Cittadella. Und hier gab es im Frühjahr schon noch in den Jahren, in den goldenen Jahren des Photovoltaikbooms hier in Italien sehr viele PV-Firmen. Zum Beispiel hatte hier Solon auch seine Produktion. Und ja, viele dieser Firmen gibt es halt heute mittlerweile nicht mehr. Aber das Know-how ist eben nicht verschwunden, sondern viele Kollegen arbeiten eben jetzt hier bei Futurasan, sodass wir also wirklich über 15 Jahre Erfahrung im PV-Bereich haben. Und ja, unsere Produkte sind mittlerweile in über 70 Ländern vertreten. Wir haben zwei Produktionsstandorte in Taizhou in China mit einer Produktionskapazität von einem Gigawatt. Da zeige ich Ihnen aber nachher kurz noch ein bisschen mehr dazu. Ja, hier auf der Karte sehen Sie es auch nochmal. Also Cittadella liegt in Norditalien. Wir haben in der Nähe von Venedig ein Lager, hier bei uns in der Nähe vom Firmensitz und mittlerweile auch noch ein drittes Lager in Verona. Viele Container gehen aber auch an das Lager in Rotterdam in den Niederlanden und werden eben von dort aus an unsere Kunden in Europa ausgeliefert. Wir haben ein Vertriebsbüro in England und auch in Rumänien. Ja, wie gesagt, in Taizhou die Produktion und in Deutschland haben wir ein Projektbüro in Heppenheim. Und wir machen schon seit 2015 eben auch Projekte direkt in Deutschland. Und ja, was auch immer ganz gut ist zu wissen, dass eben unsere Module von den Banken eben finanziert werden für diese Projekte. Denn wir sind noch, sage ich mal, kein Tier-One-Hersteller, aber wie gesagt, bei den Banken haben Sie aber trotzdem keine Probleme, wenn Sie die Finanzierung da anfragen. Ja, wie Sie sehen es hier so ein bisschen, also in Europa sind wir mittlerweile wirklich fast überall. Wir sind auch in Afrika in vielen Ländern vertreten über unsere Tochterfirma Ofgrid-Sun. Die machen also, wie man es am Namen hört, so alles, was mit Off-Grid-Installation zu tun hat, haben also ja, kleinere Solarkits-Programme für Installationen, zum Beispiel Solarpumpen, auch Solar-Lighting-Lösungen, die kleineren Module für Wohnmobile. Ne? Wenn Sie da irgendwie was interessiert, können Sie gerne mal auf die Webseite von Off-Grid-Sun schauen und sehen, was die noch im Programm haben. Ja, also wie vorhin schon angekündigt, 2019 haben wir also eine neue Fabrik in Taizhou eröffnet. Das liegt in der Jiangsu-Provinz im Norden von Shanghai. Dieses Werk hat im Januar 2020 die dreifache ISO-Zertifizierung erhalten das Qualitätsmanagement, Umweltmanagement und natürlich auch die Arbeitssicherheit. Und das war so geplant und trotz Pandemie konnten wir das also auch so durchführen wie geplant. Letztes Jahr unsere Produktion erweitert auf 1 Gigawatt und zwar direkt mit dem Werk nebenan. Ja, vom Timing her haben wir das ganz gut abgepasst, weil eben jetzt gerade in diesem Zeitraum eben die Umstellung stattgefunden hat auf die Halbzellentechnologie, sodass wir da also in der neuen Fabrik dann eben gleich entsprechende Produktionslinien dafür installieren konnten. Sie sehen auf dem Foto unten links einen Highspeed-Stringer, der also bis zu 6000 Zellen pro Stunde verarbeiten kann. Unten rechts auf dem Foto sehen Sie unser Geschäftsführer Alessandro Barin, das ist ein Italiener, der also schon seit 20 Jahren in China lebt und fließend Chinesisch spricht.
Der hat also direkt vor Ort unsere Produktion dort unter Kontrolle. Und das ist halt schon, was ich immer ganz gerne nochmal unterstreiche, weil es eben ein Unterschied ist zu anderen Herstellern, die vielleicht in China produzieren lassen, aber eben nicht direkt vor Ort sind und da also nicht die gleiche Kontrolle haben. Unsere Module sind natürlich zertifiziert nach den neuen IEC-Normen, sowohl bei TÜV Rheinland als seit letztem Jahr auch bei DEKRA. Unsere Standardgarantien für die Module sind 15 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie mit einer maximalen jährlichen Absenkung von 0,5% ab dem ersten Jahr. Das heißt, am Ende des 20. Jahres garantieren wir noch 90% der Leistung und 87% am Ende des 25. Jahres. Es gibt zwei Module, die höhere Garantien haben. Das eine ist das Glas-Glas-Modul Duetto. Das hat 30 Jahre Leistungsgarantie. Und das zweite Modul ist das Zebra-Modul. Das hat 25 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie. Da komme ich dann aber nachher nochmal auf das Modul. Und ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, bei unseren Modulen ist immer automatisch eine Haftpflichtversicherung inklusive. Diese Haftpflichtversicherung, die wir bei Lloyds abgeschlossen haben, die deckt also Schäden an Dritten ab. Zum Beispiel, wenn ein Modul einen Kurzschluss auslöst und damit eben ein Feuer. Die Schäden, die da entstehen, sind abgedeckt. Auch zum Beispiel Produktionsstillstand, wenn es eine Dachinstallation ist, darunter ist eine Fabrik, die kann 2 Wochen nicht arbeiten wegen dem Brand. Die Schäden sind ebenfalls dann abgedeckt. Es ist etwas, das ist bei unserem Modul noch nie passiert. Kann ich Sie beruhigen, aber wenn ich auf Messen bin und mit Installateuren darüber spreche, also es wird mir bestätigt, sowas kann passieren. Also insofern ist es, denke ich, immer ganz gut, man hat sowas mit drin und es ist für Sie auch mit keinem Papierkram irgendwie verbunden, das ist automatisch dabei, man muss jetzt nichts irgendwie ausfüllen, um das zu aktivieren, sondern das ist eben gleich mit drin. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unseren Modulen, also Silk Pro und Zebra. Die habe ich hier mal für Sie gegenübergestellt. Es sind, wie Sie sehen, also sehr von den Modulmaßen her sehr kompakte Module. Das Zebra-Modul ist also nur 1 Meter breit und von der Höhe sind wir bei 1,68 Meter. Und wir sind hier also über 21% Moduleffizienz. Silk Pro ist 1,03 Meter breit und etwas höher, 1,75 Meter und knapp unter 21% von der Moduleffizienz. Sie sehen, es gibt natürlich die Utility-Scale-Module, die ähnliche Moduleffizienzen haben, aber auch wirklich viel größer sind. Also das heißt eben, sowohl Zebra als auch Zebra Pro in der Version mit 120 Zellen sind eben sehr gut geeignet von ihren Maßen her für Dachinstallationen. Es sind beides Halbzellmodulen. Das heißt, wir haben hier also 2 unabhängige Modulsektionen, die in der Mitte zusammengeschaltet sind. Zebra ist aktuell das einzige IBC-Modul mit Halbzellen, das verfügbar ist. Es gibt andere Hersteller, die daran arbeiten, aber im Moment ist noch kein anderes auf dem Markt. Ja, wir haben halt hier den Vorteil, dass eben bei Teilverschattung die andere unabhängige Hälfte des Moduls eben komplett weiterarbeitet und dadurch eben höhere Erträge im Vergleich zu Standardmodulen haben. Es vereinfacht natürlich auch die Anlagenplanung, gerade bei Verschattungsproblemen und kann eben auch den Einsatz von Leistungsoptimierern eben komplett unnötig machen. Ja, eine wichtige Zahl, auf die man immer achten sollte, gerade wenn man mal die Datenblätter vergleicht, ist der Temperaturkoeffizient. Sie wissen ja, das haben wir, glaube ich, die meisten von uns mit PV-Modulen gemeinsam, dass wir alle gerne Sonne mögen, aber bei Hitze gibt es dann doch einen Leistungsverlust. Das ist bei den meisten von uns so und bei Modulen eben auch. Das heißt,
je niedriger das Ganze ist auch messbar und für uns eben als Nutzer ersichtlich im Temperaturkoeffizienten, je niedriger der ist, desto höher sind die Erträge auch bei heißem Wetter. Das ist natürlich wichtig, denn unser Modul soll ja gerade bei Sonne besonders gut arbeiten und eben möglichst wenig Leistung durch die Hitze verlieren. Und den besten Temperaturkoeffizienten hat da also wirklich das Zebra-Modul, das IBC-Modul mit nur minus 0,300. Und C-Pro hat, das ist mit Perkzellen, wird mit Perkzellen hergestellt, hat aber trotzdem einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten von minus 0,35. Das ist also was, was Sie immer ganz gut vergleichen können, auch bei anderen Modulen. So, C-Pro haben wir mittlerweile, gibt es in 6 Modulen. Konfiguration. Also es gibt das Modul als 120 Halbzellenmodul, aber auch in der größeren Version als 144 Halbzellenversion. Und die Standardversion ist mit weißer Rückseitenfolie und Aluminiumrahmen. Und dann gerade in Deutschland sehr beliebt, die Version mit weißer Rückseitenfolie, aber dann mit schwarzem Rahmen. Und eben auch gerade im Norden die komplett schwarze Version. Die komplett schwarze Version, Sie sehen es, die haben wir, also wenn wir die anderen Leistungsklassen bis 380 Watt haben, beziehungsweise in der größeren Version bis 460, ist die schwarze Version etwas geringer. Ganz einfach dadurch, dass wir die weiße Rückseitenfolie nicht haben, die eben das Sonnenlicht nochmal zurück auf die Zelle reflektiert, ist da einfach dann die Leistung etwas geringer bei den Modulen. Das ist aber immer so bei schwarzen Modulen. Das Modul in der 380 Watt Version hat eben wie gesagt 20,8% Effizienz. Es besteht aus 120 PERC-Halbzellen und zwar von der Breite her sind das die 166er Zellen. Und wir haben durch die runden Ribbons wird eben mehr Licht auf die Zelle reflektiert. Das Modul ist bei DEKRA nach dem IEC-Norm zertifiziert. Es gibt es eben auch als größere Version. Die ist dann aber auch über 2 Meter hoch. Wir merken aber mittlerweile, dass es auch in den nordischen Märkten beliebt wird, dieses Modulformat. Seit Februar diesen Jahres ist das Modul etwas kleiner geworden. Das neue Modulmaß, Sie sehen es gegenüber dem alten, ist halt 1 Zentimeter kleiner, sowohl an der Höhe als auch in der Breite. Auch das Gewicht hat sich etwas reduziert um einen halben Kilo. Also wir haben jetzt 19,7 für die 120-Zellen-Version und 23,6. Aber gerade bei großen Projekten ist das eben dann doch auch immer ganz gut, wenn das Modul weniger wiegt. Die Rückseite haben wir hier ein bisschen vergrößert. Sie sehen, es ist also eine zentrale, dreiteilige Anschlussdose, die nach IEC-Norm zertifiziert ist, IP86. Und wir haben hier 3 Bypass-Diodes und ganz wichtig, extra lange Kabel. Also es sind 1200 mm Kabel, eben extra lang, damit sie auch für die Quermontage geeignet sind. Gerade im Dachbereich wird das schon oft gemacht. Es sind MC4 kombinierbare Stecker dran. Und hier sehen Sie das nochmal. Also die Halbzellen basieren ja auf Solarzellen, die in 2 gleich große halbe Zellen geteilt werden. Dadurch entstehen eben 2 Zwillingshälften, bei denen die Solarzellen in Reihe geschaltet und die Zellen dann eben in mehrere Strings segmentiert werden. Das sehen Sie da in dem Schema ganz gut. Diese beiden Hälften werden dann eben in der Mitte parallel geschaltet mit der dreiteiligen Anschlussdose. Und je nach Verschattungsproblem können dann halt die Bypass-Dioden dann eben das Modul entweder die eine Hälfte komplett abschalten oder eben jeweils die Strings, wie das auch beim ganzen Modul, mit den ganzen Zellen der Fall ist.
Auch durch die zusätzliche Reflexionsfläche eben bei den geteilten Zelten haben wir eben auch nochmal einen Ertragsgewinn. Und bei Halbzellmodule sind eben die inneren Widerstände reduziert, sodass wir eben einfach mehr Leistungen haben gegenüber Modulen von mit ganzen Zellen. Ja, hier in dieser Zeichnung sieht man das nochmal ein bisschen vergrößert, einfach den Effekt des runden Ribbons, der also die Verschattung reduziert auf der Zelle und mehr Licht nochmal rückreflektiert als ein Standard-Ribbon. Und dadurch haben wir eben hier auch nochmal ein paar Watt mehr an Leistung. Ja, Multi-Busbar-Technologie, wie der Name sagt, ist also nach der erhöhten Anzahl von Busbars benannt, die auf die Oberfläche der PV-Zelle gelötet sind. Natürlich hat man zum einen ein verbesserteres ästhetisches Erscheinungsbild, weil das auch viel dünner ist, der Draht hängt, und damit weniger sichtbar. Wie gesagt, wir haben mehr Leistung, weil die inneren Widerstände geringer sind, weniger Verschattung. Auch das Risiko für Hotspots ist geringer, also wir haben ja eine höhere Sicherheit für das Modul. Und auch dadurch, dass man eben nur einen dünnen Draht eben auf die Zelle lötet, wird das Modul eben viel weniger gestresst im Produktionsprozess, sodass wir also hier eine längere Lebensdauer haben. Und ja, wir haben halt hier ein Modul, was eben einfach mehr Kilowattstunden pro Kilowattpeak produziert durch diese Eigenschaften. Die Garantie beim CIP-Pro-Modul ist die Standardgarantie, also 15 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie. So, das erstmal zu CIP-Pro und jetzt geht's zum Zebra-Modul. Das ist also ein Modul mit der Zebra-Technologie, mit der IBC. IBC steht für Interdigitated Backcontact Cells. Sie sehen das mal hier, die Vorderseite ist also komplett frei. Es sind keine Kontakte, sondern die sind alle auf der Rückseite. Das sehen Sie daneben. Diese Technologie ist in Europa entwickelt worden vom ISC Konstanz Institut. Und ja, die Zebrazelle hat eine branchenführende Zelleffizienz von 23,5% und aktuell nutzt das Modul also das G1-Zellenformat. Ja, und die Zebrazellen sind eben die N-Type-Zellen. Wir haben das Modul in zwei Ausführungen. Und zwar einmal die weiße Ausführung, also mit weißer Rückseitenfolie. Der schwarze Rahmen ist aber auch hier standardmäßig. Also das gibt es nur in dieser Ausführung, immer mit schwarzem Rahmen. Die Moduleffizienz bei der 360-Watt-Version ist 21,3%. Das Modul, wie schon vorhin erwähnt, unterscheidet sich eben wirklich durch seinen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten, der eben eine Leistungserhöhung von durchschnittlich 3% ergibt gegenüber eines Standardmoduls. Und die komplett schwarze Version ist natürlich sehr interessant, gerade eben für Prestige. Projekte. Sie sehen das hier nochmal, das ist auch wirklich schwer zu fotografieren, das Modul, weil es eben so komplett uniform ist. Die Leistung liegt, die Moduleffizienz bei der 350 Watt Version ist 20,69% und ja, das ist ein Modul, was wirklich sehr, sehr ästhetisch ist, also für wenn Sie Projekte haben, wo eben da einfach eine besondere Ästhetik angefragt wird, dann kann das eben die richtige Lösung sein. Was ist das Besondere an Zebra-Modulen, außer eben vielleicht, dass sie besonders schön sind? Also sie haben schon noch ein bisschen mehr zu bieten. Und zwar sind diese Module immun gegenüber LID und LITID. Was ist das? LID ist die Degradation eines Moduls, wenn es eben
zuerst mal dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Das ist ein Problem, was tatsächlich 95% der Zellen weltweit betrifft, gerade eben die hocheffizienten PERC-Zellen, und führt eben zu einer Verringerung des Wirkungsgrades um 1-5%. Das ist auch der Grund, warum die Leistungsgarantie eben erst ab dem ersten Jahr losgeht, die lineare Leistungsgarantie, denn man hat eben diesen Leistungsabfall im ersten Jahr. Danach stabilisiert sich das Modul und hat eben kaum noch Leistungsabfall. Das ist aber beim Zebra-Modul nicht so. Das Zebra-Modul ist tatsächlich immun gegenüber diesem Phänomen, dass Endtagzellen sind, die mit Phosphor und nicht mit Bor dotiert sind. Das hängt einfach mit diesen Materialien zusammen. Und auch, das hört man ja in letzter Zeit auch immer mehr, eben LETID, was eben die Kombination dieses Leistungsabfall ist, eben die durch Licht und hohe Temperaturen in den ersten Jahren, was eben auch zu einem ähnlichen Ertragsverlust führen kann. Das ist ebenfalls eben bei den Zebrazellen nicht vorhanden, dieses Problem. Und das schlägt sich dann eben auch entsprechend in den Garantien nieder. Das sehen wir dann aber nachher nochmal. Ja, weitere Vorteile von dem Zebra-Modul sind die höheren Erträge auch bei geringer Sonneneinstrahlung. Ich erkläre Ihnen mal ein bisschen die Grafik hier. Wenn man die zum ersten Mal sieht, ist es vielleicht ein bisschen kompliziert. Das ist eine Grafik, die stammt vom ISC Konstanz Institut und wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Sie sehen dort also, Sonnenlicht besteht ja bekanntermaßen eben aus vielen verschiedenen Farben, und die Zebrazelle arbeitet auf einem breiteren Lichtspektrum. Die Zebrazelle sieht oben in der blauen Linie, und darunter ist als Vergleich die rote Linie von einer PERC-Zelle zu sehen. Die Zebrazelle arbeitet also mehr auch bei blauem Licht, zum Beispiel eben an Wolkentagen haben wir da also dann mehr Erträge. Und auch wenn das Licht ins Rote übergeht, eben zum Beispiel abends oder zum Teil auch morgens, haben wir eben auch dort höhere Erträge. Und praktisch gesagt gehen halt dann eben die Wechselrichter morgens früh an und eben abends später auf, sodass man also dann da einfach im Tagesverlauf eben mehr Erträge bei einem Zebra-Modul eben hat. Das Zebra-Modul hat auch weniger Verluste bei Verschattung gegenüber eines PERC-Moduls. Sie sehen das hier, das ist ein Test, den wir durchgeführt haben, mit den roten Punkten auf dem Modul. Das sind also lokalisierte Schatten. Das könnte zum Beispiel, ganz einfach mal Vogelkacke sein oder eben ein Blatt, was auf dem Modul dann eben liegen bleibt. Und Sie sehen das hier, die Messung. Also wenn wir also eine Zelle verschattet haben, haben wir bei dem Zebra-Modul 13% Verlust, und bei dem PERC-Modul haben wir das Doppelte, 27% Verlust. Bei dem Punkt 6, wo zwei Zellen verschattet sind, haben wir 8% Verlust beim Zebra-Modul und 13% beim PERC. Und wenn vier Zellen verschattet sind, haben wir nur 0,2% Verlust, und bei dem PERC-Modul 8% Verlust. Also da schlägt sich das Zebra-Modul wirklich sehr gut. Das ist aber noch nicht der letzte Test, sondern wir haben das Modul auch auf die verschiedenen Neigungswinkel getestet. Das Modul ist also geflasht worden, wie Sie sehen hier, mit verschiedenen Neigungswinkeln von 0 bis 25 Grad. Und Sie haben zum Beispiel bei einem flachen Neigungswinkel von 5% einen Leistungsgewinn beim Zebra-Modul von ungefähr 3%. Beim PERC-Modul ist es ja ein knappes Prozent. Und wenn es dann stärker geneigt ist, also
haben wir dann eben bei 15% noch etwas Leistungsgewinn, aber das PERC-Modul geht dann halt schon runter und verliert ein bisschen Leistung. Und bei 25 Grad sehen Sie es, und da wir haben halt immer noch bessere Werte beim CEBA-Modul als beim PERC-Modul. Es sind keine riesigen Unterschiede, aber es sind natürlich schon Prozente, die dann eben im Laufe des Jahres dann doch ein bisschen mehr bringen. Das haben wir dann auch mal an einer Grafik ein bisschen sichtbar gemacht. Das hier ist ein Ertragsvergleich für eine 5-Kilowatt-Installation in Norditalien. Es ist natürlich so, dass ein Zebra-Modul nicht das gleiche kostet wie ein PERC-Modul. Ne? Also es ist ein Modul, was schon ein bisschen teurer ist. Aber Sie sehen das hier in den ersten Jahren. Habe ich halt durch die höhere Ausgabe, Anfangsausgabe, eben einen Verlust. Aber zwischen dem 8. und 9. Jahr rechnet sich das dann. Ne? Und wir haben dann eben am Ende des 25. Jahres, wenn man das eben mit unseren Daten berechnet, 1.700 Euro eben, die dann zusätzlich in die Kasse reingekommen sind. Das ist hier an dieser Grafik auch nochmal ganz so gut sichtbar. Das ist ein Ertragsvergleich eben auch nochmal. Hier sehen wir einfach die Kilowattstunden pro Kilowatt Peak, die eben bei einem Zebra-Modul eben höher sind, durch die, was wir eben vorher gesehen haben bei den Tests, dadurch, dass eben bei Verschattung weniger Probleme sind, die Zelle auf einem breiteren Lichtspektrum arbeitet, haben wir hier halt dann knapp 10% mehr Jahresproduktion eben nach 25 Jahren. Ja, und aus diesen Gründen hat eben das Zebra-Modul auch eine höhere Produktgarantie. Also hier sind 25 Jahre Produktgarantie, und die jährliche Absenkung ist hier also geringer, nur 0,4%. Und eben im ersten Jahr haben wir eben maximal 1%. Sie erinnern sich, bei den anderen Modulen sind es 3%. Und ganz einfach, weil wir eben die Probleme mit LID und LITID eben nicht haben. Deswegen sind wir halt hier, können wir hier ein bisschen mehr Leistungsgarantie eben gewährleisten. Ja, und jetzt noch kurz zu dem Glas-Glas-Modul. Duetto hat also hier ein neues Format bekommen. Aus Duetto wird nämlich Duetto Pro im Half-Cut-Design. Also Sie sehen es auf der linken Seite. Unser Duetto-Modul mit der ganzen Zelle, das war also in der Leistung 320, 330 Watt verfügbar. Es ist auch mittlerweile komplett ausverkauft, und das stellen wir jetzt um auf ein Halbzellenmodul. Und das ist dann in der Größe mit dem, wie das Pro-Modul, hat auch wieder standardmäßig den schwarzen Rahmen. Und dann von der Leistung her so 360 bis 370 Watt. Wir haben dann also eben auch die ganzen Vorteile wieder eines Halbzellenmoduls. Denn es besteht aus 120 monokristallinen PERC-Halbzellen. Und von der Moduleffizienz liegen wir dann hier eben über 20%. Der Rahmen ist wieder schwarz, ein 30 mm Rahmen. Der kann halt bei diesem Modul, normalerweise unsere Module haben alle 35 mm Rahmen, der ist hier halt ein bisschen schmaler, ganz einfach, weil die Glas-Glas-Struktur eben einfach stabiler ist. Und dadurch kann der Rahmen hier ein bisschen reduziert werden. Und da reduziert sich natürlich dann auch wieder ein bisschen das Gewicht. Hier sehen Sie es nochmal, die Maße, aber wie gesagt, das sind die Maße, die Sie schon von unserem Silk Pro Modul kennen. Es besteht eben aus gehärtetem Glas, 2x2 mm Glas ist das. Es sind sehr belastbar und hat automatisch die maximale Feuerbeständigkeitsklasse. Denn Rückseitenfolie ist eben brennbar, Glas nicht. Das heißt, wenn wir hier keine Rückseitenfolie haben, kann hier auch nichts, ist hier nichts entflammbar. Dadurch ist es eben immer automatisch
Feuerbeständigkeitsklasse A. Besteht dann eben wieder aus zwei unabhängigen Modulsektionen, wie beim CIPRO-Modul, und hat 30 Jahre Leistungsgarantie, ganz einfach, weil im Glas-Glas-Module etwas stabiler sind, sodass hier die Garantie eben länger ist. Genau, hier sehen Sie es auch nochmal, 15 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie. So, was gibt es noch an Neuigkeiten für das kommende zweite Halbjahr? Und zwar gibt es weitere Neuigkeiten aus der Silk-Serie. Und zwar im Moment haben wir ja Silk Pro. Es wird insgesamt sogar drei neue Module geben, und zwar Silk Plus und Silk Premium. Das sind Module mit neuen Zellformaten. Sie sehen links das Modul Silk Plus, von der Leistung her 400 bis 415 Watt. Mit 108 Perkzellen, also ein bisschen reduziert, aber die Zellen sind breiter. Es sind nicht mehr 166 mm Zellen, sondern 182 mm Zellen. Von den Maßen her sehen Sie es aber auch, es ist ein Modul, was jetzt nicht viel größer wird, eben dadurch, dass hier also zwei Halbzellenreihen fehlen, haben wir im Ton nur 108, und von der Höhe her sind es dann 172 cm und von der Breite her 113 cm. Und vom Gewicht her sind wir bei 20,8 Kilo bei diesem Modul. Das ist also ein Modul eben für Dachanwendung. Denn Sie wissen ja, in China geht die Entwicklung eben immer mehr zu diesen breiteren, größeren Zellen über. Und da müssen wir halt auch als Modulhersteller ein bisschen mitgehen. Denn wenn die Wafer und die Zellen dadurch immer größer werden, müssen wir halt auch Modulkonfigurationen anpassen. Denn es ist mittlerweile wirklich schwer geworden und die ganzen Zellen zum Beispiel zu finden. Viele von Ihnen kennen vielleicht unser Next-Modul. Da müssen wir halt dann einfach ein bisschen auch sehen, was da auf dem Markt passiert, und uns entsprechend dann eben anpassen. Dieses Modul wird es auch in einer größeren Version geben, und zwar als 144-Zellen-Version, eben auch wieder mit den 182 mm. Zellen, und zwar in der Leistungsklasse von 530 bis 555 Watt. Das ist dann eben wesentlich größer, also da gehen wir dann über 2 Meter, das ist auch natürlich um einiges schwerer. Das ist natürlich kein Modul jetzt für den Dachbereich, sondern eben wirklich für große Projekte, eben eher Freiflächenobjekte. Und auch ein Modul, was übrigens nächste Woche zum ersten Mal von uns auf der Fiera, auf der Messe in Shanghai, auf der Messe Snack, zurzeit ja auch gerade die einzige Solarmesse, die stattfindet, präsentiert. Das ist das Silk Premium. Das nutzt dann also 150 Perkzellen, und zwar noch breitere Zellen. Das sind 210 mm Zellen. Die werden dann auch nicht mehr halb geteilt, sondern die werden dann dreigeteilt. Sie sehen das auch, das Modul ist also leicht asymmetrisch, hat dieses Kreuz, weil es eben durch drei geteilt werden muss, dieses Modul. Und von der Breite her sind wir da so bei 1,09 Meter und von der Höhe her bei 2,18 Meter. Also es ist halt auch ein Modul eben für die Großprojekte. Und wie gesagt, die werden dann im zweiten Halbjahr kommen. Und ansonsten können Sie natürlich auf unserer Webseite immer viele Informationen zu unseren Produktneuheiten finden und auch auf dem Blog Artikel zu technischen Aspekten, vielleicht mehr auf der englischen Seite als auf der deutschen. Auf der Download-Seite, wenn Sie Zertifikate, Datenblätter brauchen oder andere Dokumente, die finden Sie bei uns alle auf der Webseite im Download-Bereich.
Und ansonsten war es das jetzt erstmal ein bisschen von meiner Seite her. Sogar erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie können uns natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen folgen. Seit letzten Monat sind wir übrigens auch auf Instagram. Ich weiß nicht, wer von Ihnen da ist, können Sie natürlich uns auch dort folgen. Und